Die Zombie-Horde kommt. Die kommen auf mich zu. Na los! Becker wird fertig gemacht. Ich komme. Ich hab sie erledigt. Guck mal hier, der Zombie rennt einfach an mir vorbei. Nick. Der interessiert das gar nicht. Nick ist schon mal down. Ja, Nick holt sich gerade was zu essen. Ja. Ist natürlich doof gelaufen. Nick instant down. Wenn du da so rumhüpfst. Nee. Lol. Marian, siehst du, was bei mir hier drin ist? Nein. Na lol, was war das denn? Was denn für ein ekliges Geräusch? Aber wir hatten Schweine. Das ist mein Hausschwein. Komm ich drauf rein. Was ist mit dem Teller? Wenn es für dich kämpft, Diamantschwert, Fabi dahinter, dir ist ein Creeper, ne? Hallo. Oh. Fuck. Hallo. Hallo Fabi, gucken. Warum bin du ich bist tot? Hallo. Ich hab eine Zombie-Horde angegriffen. Miep. Ja, nee, du wurdest getötet und ich hab, bin auch fast gestorben. Das sieht sehr lustig aus, wie du gerade gegen den Creeper aus deiner... Lol. Stopp. Ja, Nick ist verreckt, leider. Aber er war doch wieder da. Ja, du warst aber unsichtbar für alle anderen. Nö. Ich brauch wieder Äpfel. Okay, alle wieder in die Nische. Alle in die Nische. Barbie, warte, du auch, komm her. Da ist ein Block sollte aktiviert sein. Kunze, du auch. Telle, komm ran hier. In die Nische. Ja, Telle muss kurz wieder. Ich will erster! Ey. So, alte Reihenfolge. Becker, alte Reihenfolge, also Fabi geh weg. Meiner. Okay. Becker. Ja, okay, tschüss. Danach kommt Nick. Ich nehme immer die 6, ich mag die 6. Oh, hier liegt überall noch Ron. Danach Flash kommt Starmon. Und EP. Danach kommt Marian. Sollte ich sagen, dass ich jetzt schon fast. Ich glaub, danach kam Level Graf Koks. Habe? Nee, Graf Koks kam vor mir, aber okay. Ja, egal. Mir hört eh keiner zu. Doch, doch, Becker. Habt ihr auch ich hab alles auf Aufnahme. Hallo. Ich wollte nur sagen, dass ich schon Erfahrungslevel habe. Becker, spring mal hoch. Zombies. Becker, spring mal hoch. Warum ist hier ein Creeper im Baum geschnitzt? Ey. Tja. Sind alle da? Ja. Wollen wir denn losen? Na. Ja. Nein. Tschüss, Marian. So, dann wollen wir mal anfangen. Okay. Okay. Distrikt 2 übersprungen. Ja, jetzt bin ich in Distrikt 2. Becker! Starmon! Way, Baxman 6! Wo bist du? Wo bist du? Bin hier hinten bei der 23. Ah, ich sehe, ich sehe. Wollen wir in deine Richtung gehen? Wir gehen schnell zu den Truhen und dann, Ja, können wir machen. Wow, das Schwein stalkt mich. Und ich krieg gleich noch Fett. Ich hab schon ein ganzes Level. Oh, Junge, nein, das ist das Schwein! Nein, es springt in mein Loch rein! Nein! BTF. Es hat gerade. Es dreht sich gerade über dich. Ja. Ne? Das sieht gerade voll komisch aus. Ich hab das auf Aufnahme. So, es gibt gleich wieder die 30 Sekunden. Also Becker, ich nehme auf, ne? Ist kein Problem, oder? Wie? Ich nehme auf, ist kein Problem, oder? Ja, ist kein Problem. Ja, gut. Oh nein, ich könnte ja entdeckt werden. Datenschutz. Datenschutz, ja. Okay, ich mache mich bereit. Kreuzbar. Wo ist mein Schwein hin? Mein Schwein soll zurückkommen. Okay, dann wollen wir mal. Geh gleich. Alle, guck mal, alle gucken zu mir. Becker, das Spiel geht los. Nice. Okay. Was? Okay, Becker, wo bist du hingelaufen? Oh. Wir sind die Letzten, ne? Flo? Ja. Und die Spiele sind eröffnet. Mein Internet hat sich gerade einmal kurz verabschiedet und ist wieder hergekommen. Oh cool. Als es gestartet ist. Einfach mal so Start, Bam, tot. Ich habe nichts. Ich habe einen Rotten Flash und habe immer noch ein Level. GG. Warte, ich kann dir ein bisschen was geben.
Oder sollen wir auf irgendeine erhöhte Ebene? Ja, wir sollten am besten erstmal so viele Truhen wie möglich. Hast du ein Schwert hast, ne? Ja, ein einzelnes. Ja, reicht. Erstmal. Wir müssen erstmal eine Truhe, damit ich auch ein Schwert habe, damit wir erstmal genug Kühe schlachten können. Und jetzt gehen wir erstmal auf Truhenjagd. Ich bin hier drüben in der Höhle. Okay. Also warst du vorher mit Adam in einem Team? Ja. Weißt du, wo Adam das Diamantschwert ist? Warte, ich versuche mich gerade zurückerinnern. Auf jeden Fall weiß ich, in welchem Sektor es war. Also in der Nähe vom Leuchtturm da irgendwo. Okay. Hier war ich noch gar nicht. Erstmal runterfahren. Oh, hey, hier ist ein Skelett! Ja, warte, ich komme. Ich muss hängen ein bisschen hinterher. Ist okay, ich bin weggelaufen. Ich finde keine Truhe. Wow! Ja, ich laufe jetzt gerade auch in die Skelette rein. Lauf, Junge, lauf! Ich gehe jetzt auf das Piratenschiff und guck mal, ob ich da was... Piratenschiff? Piratenschiff in der Mitte. Oh, war ich noch gar nicht mehr. Ich auch nicht. Ich muss essen, ich hab nicht mehr so viel Leben. Wir müssen uns gleich so viel wie möglich schlachten, was geht. Warte, ich kann die Schuhe und eine Brustpanzer schon geben. Oh nice. Ich hab einen Kettenbrustpanzer. Oh cool, warte, aber hier kriegst du noch Schuhe. Ich hab Gold. Ich hab 7 Goldbarren. Nice. Damit können wir, ich weiß nicht, Gold. Ich weiß nicht, ob es Schaden, es hält auf jeden Fall. Warte mal, Bäcker, komm her, ich geb die 2 Enderperlen. Warte, wo bist du? Achso. Okay, ich bin hier unten schon, ich wollte weiter. Hier unten. Welcher Seite? Also die Seite. Warte, ich kann dir 2 Enderperlen geben für eine schnelle Flucht. Warte, gib's ihm mal hier auf dem Sand. Ja, warte. So. Warte, hier kriegst du noch ein bisschen was zu essen. So. Also ist alles roh, besseres habe ich gerade nicht. Ja. Besser, ich weiß nicht. Ich hab's nie gebraten. Ja, man vergiftet sich halt irgendwann. Na cool, cool, ich hab Pfeile gefunden und Knochen. Nice. Wutz! Bin fast runtergefallen. Was ist? Ich bin gerade fast runtergefallen von der Klippe. Schreck mich bloß nicht. Ja, meiner rendert zu spät nach gerade. Keine Ahnung. Ne, hier ist nichts. Da drüben ist ein Haus. Ja, du musst gucken, meiner rendert gerade extrem langsam. Mein Arbeitsspeicher ist gerade durchgehend voll. Okay. Da ist auf jeden Fall dieser Fallschirm mit der Truhe, wenn du den da hinten siehst. Nope. Direkt vor mir? Also näher ist hier diese kleine Bude. Ja, ich hab eine Angel! Wir sind gerettet! Wir verhungern nicht. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Sollen wir denn da hochkommen? Fuck. Wir müssen da irgendwie rüberspringen, warte. So, bin drüben. Das ist eigentlich auch eine ganz geile Verteidigungsposition. 3 Brot. Ich kann was abgeben. Hier, warte, ja, wäre ganz cool. 2 Brot, danke. Ich habe noch ein bisschen Stuff von dir. Ja, ich habe gerade nichts anderes. Ich kann dir noch eine Lederrüstung geben. Und nur die Kettenrüstung ist besser. Glaube ich jedenfalls. Ja. Da hinten sind Gegner! Ich sehe dich nicht, da hinten bist du. Da drüben in dem Eisending. Ich weiß nicht, wenn die beiden ein Schwert haben, ich habe natürlich... Lass zu einem Turm da oben gehen. Ja. Ich bin noch nicht, ich habe bis jetzt nicht mal, womit ich mich verteidigen kann. Ich kann die höchstens auf Entfernung halt mit der Angel, aber wenn ich nicht mitschlagen kann, ist scheiße. Damit kann ich nicht mal ein Überraschungsevent machen. Wir können uns am besten irgendwo hier hincrouchen gleich. Wenn sie zu nahe kommen, irgendwie, dass sie vielleicht uns bemerken, dann machen wir Überraschungsangriff oder so. Ja, aber das Faust gegen Schwert, das ist ein bisschen uncool, ne? Du machst einen Schaden, ja, die machen 4. Deswegen suche ich ja, brauchen wir jetzt unbedingt ein Schwert, ansonsten bin ich richtig gefickt. Ja, und Adam kommt locker gleich wieder mit dem Diamond Sword wieder angelaufen, ne? Mhm. Ich finde, hast du den Weg nach oben gefunden? Nö. Ich bin da hoch, da oben. Da hoch. Da hinten, ich glaube, sie sehen uns. Einer von ihnen hat eine Diamantrüstung. Hose. Geil. Sie sehen uns. Becker, komm her, Team. Wir brauchen ein Team ab. Warte, ich bin drin im Turm. Das ist derbe schwierig, da hochzukommen. Die laufen gerade beide da rein. Wo? Zum Turm? Nein, die sind gerade beide in diesem kleinen Haus, das wir schon ausgeraubt haben. Okay. Ich versuche gerade den Turm hochzukommen, aber das ist eine Jump-and-Run-Passage und ich weiß nicht, wie ich den Sprung hier machen soll. Fuck. Sie sehen mich. Komm hoch. Hier können wir uns verteidigen.
Wie bist du da hochgekommen? Ein paar Truhen in der Mitte wurden refilled. Starman, hier rüben, hier drüben, hier drüben, hier drüben. Komm rein. Okay. Hier. What? Du musst hier, von dem hier und dann hier rüber. Von dem da, hier. Nein, 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 ja genau, oder so. Versuch da reinzukommen. So, und jetzt müssen sie hier, sie werden sich da vorstellen. Die haben noch nicht mal feinen Bogen, ne? Wir kommen nur dadurch rein. Wir müssen einfach den... Ich hab nicht mal feinen Bogen, ich hab eine Angel. Wir müssen nur durch diesen Eingang da rein. Wir müssen diesen Eingang verteidigen. Ich hab eine Angel, die kann, damit kann ich sie zuspammen. Cool. Und du crouch dich da mal in die Ecke, wenn sie reinkommen. Hier? Ja, so ist gut. Falls sie kommen, ich beobachte mal. Oh, warte, wir können uns mit den Enderperlen hochsneaken. Stimmt. Ja, gib mir mal eine Enderperle. Hab ich doch schon. Nice. Gib mir... Ach ja, stimmt. Geil. Alter, oh, nice. Infinity-Bogen. Warte, ich geb dir ein Schwert gib hier. Gib mir den. Da. Ich nehme den Bogen, Junge. Ich hab einen einzigen Pfeil. Ich hab einen einzigen Pfeil, Junge. Ja. Okay, auf den Eingang. Nice. Okay, damit sind wir auf die Entfernung die Kings. Ja. Auf alle... Weiter chillen. Ja, also warte, wir chillen. Sie dürfen uns nicht überraschen. Du guck mal, warte, ich sehe sie. Die sind da drüben in der Höhle. Da im Piratenschiff sind sie drin. Das ist Fabian und Marian. Soll ich draufballern? Ja, mach sie mal auf uns aufmerksam, wenn du sie siehst. Ja, die sind gerade in die Höhle gelatscht. Ja, nee. So, ja, da ist der eine, ja, warte mal. Versuch ihn zu treffen oder aufmerksam zu machen. Junge, muss man hochzielen. Ja. Da, Marian kommt aus dem linken Eingang wieder raus. Ach nee, der ist da runtergegangen. Nicht geschafft. Doch da. Egal. Wir haben noch mittelmäßig viel Essen. Wir können versuchen, uns in die Mitte zu schlagen. Wollen wir das mal versuchen? Ja, warte, ich versuche gerade zu snipen. Oh mein Gott, auf die Entfernung, das ist ja fast unmöglich. Ja, aber die ignorieren uns. Dann lass das ausnutzen. Wir haben noch Enderperlen, können zum Notfall... Lass mal im Notfallplan hierher rennen und dann mit den Enderperlen hoch. Dann können die uns nämlich nicht folgen. Ja. Außerdem auch Enderperlen, aber bis sie daran denken. Okay, lass mal versuchen jetzt, in die Mitte zu bekommen. Also du musst immer vorlaufen, ne? Also warte, wie viel Rüstung hast du? Wie viele Rüstungspunkte? 3. Warte, okay, also dann teilen wir so auf, dass du bist der Nahkämpfer, du brauchst mehr Rüstung. Ja, ich kann dir den Helm geben, warte. Ich glaube, die anderen anderen haben Diamantrüstung, deswegen sollten wir super schnell reiten jetzt rein. Warte. Einfach schnell Aktion machen. Okay. Falls sie uns entdecken, weil im Nahkampf halten wir, glaube ich, nicht viel aus. Nee. Falls sie uns entdecken, sofort zurück zu unserem Turm. Der ist nämlich nicht weit entfernt. Oh, war da eine Kuh. Alle Bäcker, ich werf den Helm zu, oder? Oh, oder hast du einen Helm? Relax. Du hast keinen Helm, oder? Alle Bäcker, hier, hinter dir ist ein Helm. Eisen. Nee, warte. Warte. Hier. Wo? Ja, hinter dir, da. Auf dem Boden, da. Da. Ich slack ein bisschen gerade. Ja, ich hab ihn, oder? Ja. Ja, doch, hab ich. Kettenhaube. Das ist ein Schwein, töte mal das Schwein. Und ich guck nochmal in die Mitte. Alter, du brennst ja immer. Ja, man kann das auch nicht löschen. Hier ist Brot drin, 4 Brot. Cool. Ah, hier auch. Okay, such durch. Einer muss mal gucken, ob Leute kommen. Eisenschwert. Nice. Gib mir das. Ich hab einen Helm gefunden. Warte mal, hier ist das Eisenschwert. Nice. Dann gib mir du mir das andere Schwert. Hier. Hab ich rausgeworfen eigentlich. Danke. So, und jetzt wieder zu uns. Ah, da kommt Zombie. So, ich würde sagen. Man kann das Feuer nicht ausmachen, das müssen wir den anderen nochmal sagen. Ja. Okay, warte zum Turm. Wohin geht's zum Turm? Wieder zu unserem Turm. Ja. Die beste Chiller-Ecke. Ja. Ich war mit dem Infinity-Bogen, das ist dann so safe. Ja, das ist der OP da oben. Aber die wissen ja nicht, dass du einen Infinity-Bogen hast. Weil da war noch oben noch keiner. Stimmt. Warte, die ist ja eine Truhe da vom Fallschirm, ja. Warte, ich will kurz. Ich brauch gerade Ewigkeiten, sich zu. Ist da was? Mir leckt's gerade. Oh, warte, da war ein Trank drin. Ja, Regeneration. Ja. Trank der Regeneration, nice. Komm mit weiter, zu unserem Turm wieder. Ja, du leckst gerade hier in-game auch ein bisschen. Ja. Müssen warten, wenn Telle wieder sagt, die Truhen in der Mitte werden refilled, dann sollten wir uns dann wieder dorthin machen. Ja.
Weil die anderen Sachen werden die anderen schon ausgelootet haben. Warte, ich kenne die. Ah, cool. Nice. Aber jetzt haben die ganzen Sachen von denen. Warte, du musst hier hoch. Ja, warte, wir haben nur noch voll wenig Enderperlen, ne? Ja, ich habe die letzte jetzt verbraucht. Ey, in diesem Trankgestand sind 3 Stränke drin. Haben wir das vorhin vergessen? Ja. Trank der Schnelligkeit, werfbarer Trank der Stärke, 100 plus 30 und Trank der Regeneration. Den Trank der Stärke kann ich nehmen, falls ich im Nahkampf bin oder so. Geil. Richtig nice. Geil. So, und jetzt chillen wir hier oben und du achtest. Ja. Ich achte unten drauf und du guckst oben, ob du irgendwelche Leute entdeckst. Ja. Ganz runter will ich nicht gehen. Ja, kommst nicht mehr hoch. Aber kein Enderperlen mehr. Ja, meine ich ja. Ich weiß, deswegen werde ich auch nicht ganz runter gehen. Ich bleib hier auf der mittleren Stufe oben. Ein bisschen sneaken wir uns ein bisschen, dann läuft das auch noch ganz gut. Geht's eigentlich noch höher? Nee. Nee. Wäre auch ein bisschen gemein, wenn wir noch höher gehen wollen. Eigentlich ziemlich nice. Okay, wir haben auch gerade die Chiller-Taktik, aber wir haben auch nicht unbedingt die beste Equip, außer unseren geilen Bogen und diese ganzen geilen Tränke. Ja. Weil ich bereite mal gerade was vor. Ich habe so voll Lederbruch. Angst, dass ich auch versehen hier irgendwo runterfalle. Ich auch. Aber ich habe mehr Angst, dass die uns entdecken und uns dann plötzlich von unten erledigen. Weil sie vielleicht den Jump'n'Run schaffen. So, ich habe einen Trank der Schnelligkeit, wenn wir nebeneinander stehen und falls wir schnell abholen müssen, dann hauen wir den rein. Das ist cool. Trank der Regeneration. Ich habe 1 Gold, dann können wir uns... Ah, du hast 7 Gold, wenn wir einen Stick hätten, könnten wir uns, ich weiß nicht, noch irgendwie ein Rüstungsteil machen. Ich habe noch 2 Tränke der Regeneration. Also sonst gib mir einen, dann können wir uns den aufteilen. Stimmt. Der eine ist 45, der andere 2 Minuten. Na, ist egal. Ich vertraue dir mal, nimmst den 2 Minuten Ding. Danke. So lag das hier von dem einen Skelett, also ich habe das Skelett noch nicht mal getötet, es lag einfach random ein Pfeil und ein Knochen in der Gegend rum. Ja, stimmt, das hätten wir machen wollen, so. Braucht hätten, okay. Wenn Telle sagt, ist... Okay, da unten läuft jemand, da unten läuft jemand. Jetzt, ne? Siehst du das? Da. Links, oh. Da ist gerade Marian, Nilo. Der ist alleine. Fabi wurde erschlagen. Soll ich draufballern? Ja, ja. Warte, geh weg, sonst schieße ich dich auf was in die runter. Ja, ja, ich weiß, ich bin weggegangen. Mach ihn auf uns aufmerksam, ich will wissen, was er denkt. Das ist unmöglich, den auf die Entfernung zu treffen, Junge. Glaube ich dir gern, ne? Ja, das ist weg. Mal wieder bis Tag. Der ist weg. Okay. Ja, treffen wirst du ihn wahrscheinlich sowieso nicht, aber du kannst ihn aufmerksam machen. Ja, Pfeile sind so leise und das sieht man kaum. Aber man hört meistens das Baum, wenn es irgendwo raufkommt. Okay. Wir chillen hier oben. Ich weiß nicht, wer lebt noch? Ich weiß es nicht. Warte, ich guck kurz im TS, wer schon im Channel ist. Es leben noch Fabi und Nick. Also Neumann. Und die sind beide noch zusammen. Und Marian. Der ist allein in seinem Distrikt. Ich weiß nicht, ob wir Fabi zusammen würden wir Marian sogar vielleicht sogar schaffen, weil wenn wir zu zweit draufhauen, ist das relativ dingsens. Aber gegen Nick und Fabi, ich weiß nicht, ob die sich ihn zuerst schnappen, sind wir am Arsch. Ja. Okay. Ja, am Spawn gibt es jetzt auch Zaubertische. Ja, ey, gute Idee. Ich könnte mein Schwert verzaubern. Ich habe nämlich ein Level. Dann könnte ich. Nee, das bringt nichts. Ich brauche 2. Nein, 1 reicht auch. Ja, aber das hatten wir beim letzten Mal 2 irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß, aber ich habe mit Adam in der letzten Runde mit einem habe ich sein Schwert verzaubert auf Schärfe 1. Also muss Glück haben halt, aber kann halt was Geiles rauskommen. Okay, sollen wir jetzt wirklich wagen? Wir kommen hier nicht mehr hoch, ne? Ja, ich weiß, aber wir chillen dann hier auch noch rum. Wir können ja unten dann rumchillen, würde ich sagen. Ja, okay. Weil es ein bisschen langweilig. Und außerdem, ja, wenn wir besser equipped sind, sonst dauert die Runde Ewigkeiten. Okay, ja. Ich bin jetzt unten. Versuche mich runterzuspringen. Der Verzauberungstisch war da hinten, meine ich. Ich will aber nicht in die Mitte gehen für den Verzauberungstisch. Da warten die anderen jetzt vermutlich auch. Ja, das stimmt. Die eins für Level haben. Okay, ich gehe vorsichtig runter. Hab keinen Bock, Leben zu verlieren. Und auch nicht... Bist du hinter mir? Ja, ja. Gut. Lass mal vielleicht noch 1-2 Sachen erschlagen. Da hinten läuft wer. Das sind Nick und Fabi, komm, die haben uns noch nicht gesehen. Lass mal von hinten angucken und gucken, wie sie so equipped sind. Fick dich, Spinne. Fick dich. Wir müssten ja aber sneaken, ne, damit sie uns nicht sehen. Ja, ja, ich weiß, aber die gucken wahrscheinlich jetzt nicht nach hinten. So, ich sneak. Ah, ja, sie haben uns gesehen. Er hat nur eine Lederrüstung. Das ist Graf Koks. Nick hat eine Diamanthose. Los!
Pack den zurück. Wir nutzen unsere gehobene Stellung aus. Komm. Swiftness-Trank. Ja, genau. Warte. Stell dich, oh, nehme ich. Oh, warte, kann ich nur essen. Scheiße. Lauf. Bin schneller. Ja, schön für dich. Ich hab gehofft, dass wir weiter schwimmen. Du musst den Sprung beim ersten Mal schaffen, wenn die uns... Oh fuck. Bin oben. Nein, ich hab den Sprung nicht geschafft. Fuck, jetzt sie kommen. Nein. Hab den Sprung geschafft. Ich nicht. Scheiße. Fuck it. Nein! Scheiße. Nein.